Ich sehe meine Mutter heute noch. System Shock, schienen ihre zusammengezogenen Augenbrauen zu sagen. Das klingt ja ganz schön martialisch. Zum Glück konnte ich sie beruhigen. Nee, das heißt nur sowas wie Systemausfall. Und im Grunde stimmt das ja. Was im zweiten Teil von Ken Levine fortgesetzt wurde, woraus er später Bioshock kreierte und auf welcher Grundlage Arkane Studios schließlich den geistigen Nachfolger Prey erschufen, das war ja kein profanes Actionspiel. Es war die Schöpfung eines Cyberpunk-Thrillers, der bis heute seinesgleichen sucht. New Atlanta, Sector 11, Building 71G. 7 April 2072. 11:13 p.m. Hacker begins unauthorized entry into the Tri-Optimum. Eine weibliche Stimme lässt Revue passieren, wie ein namenloser Hacker beim Eindringen in die Dateien des Tri-Optimum-Konzerns erwischt wird. Ich habe mir kein Intro häufiger angeschaut. Dabei hat mich gar nicht die Vorgeschichte des Computergenies gefesselt, das zur Strafe das Sicherheitssystem der von Tri-Optimum gebauten Raumstation Citadel knacken soll. Zwar hatte ich schon damals ein Faible für digitale Filme, ich war allerdings vor allem von der Musik fasziniert. Der langsame Aufbau, das rollende Schlagzeug, die verträumte Elektronik. Mein Telefon hatte noch Jahre später mit diesem Glanzstück des Cyberpunk-Soundtracks geklingelt. Als der zur Strafarbeit verdonnerte Hacker jedenfalls an den ikonischen blauen Leuchtkörpern in den Gängen von Citadel läuft, trifft er auf zwei Arten von Besatzungsmitgliedern. Die einen trotten als Mutanten oder Cyborgs durch die Gänge, die anderen stapeln sich auf Leichenbergen. Denn auf der Raumstation wurden gentechnische Untersuchungen durchgeführt und mit Robotertechnik experimentiert, was selbstverständlich gründlich in die Hose ging. Und dann gab es da noch Shodan. Eine künstliche Intelligenz, die die Kontrolle über Citadel übernommen hat. Shodan ist ebenso berechnend wie unbarmherzig. Allgegenwärtig und scheinbar übermächtig. When my cyborgs bring you to an electrified interrogation bench, I will have your secret. And you will learn more about pain than you ever wanted to know. Dass sie immer wieder unter den beliebtesten Antagonisten der Spielewelt auftaucht, verdankt sie ihrem zynischen Pragmatismus. Und der Tatsache, dass Bioshock-Erschaffer Ken Levine sie im zweiten System Shock noch bissiger und noch durchtriebener gemacht hat. Für das erste System Shock zeichnet allerdings Doug Church verantwortlich, den Levine als einen heimlichen Helden unter den Spielemachern bezeichnet und dessen Fähigkeiten er gar mit Steven Spielberg vergleicht. Church hatte unter Produzent Warren Spector bereits an Ultima Underworld gearbeitet, die ersten Rollenspiele mit Rundumblick in echten dreidimensionalen Höhlen. Danach dürstete es Church und Spector allerdings nach einem Tapetenwechsel, also verwarfen sie ein Spielkonzept in der Gegenwart und entschieden sich für die Zukunft, für Citadel. Eine Raumstation voll grunzender Mutanten und seltsam brummender Cyborgs. Für mich war System Shock damals der Horror, zumal mir meine jugendliche Spieleehre damals noch befahl, den Schwierigkeitsgrad auf Anschlag zu drehen. In System Shock durfte man nämlich den Anspruch der Kämpfe, des Missionsumfangs, der Minispiele und des Cyberspace unabhängig voneinander einstellen. Zur größten Hürde wurde dabei die Missionseinstellung, denn auf dem Schwierigkeitsgrad Nummer 4, dem höchsten, kommt ein Zeitlimit von 6 Stunden hinzu. 6 Stunden für ein großes Abenteuer. Das ist unheimlich intensiv, heute völlig undenkbar, kurzum, eine großartige Idee. Und ja, es gibt tatsächlich einen Cyberspace. Keine abstrakte Texteingabe, sondern virtuelle Räume, die aktuellen VR-Spielen gar nicht so unähnlich sind. In deren Drahtgittermodellen schweben Türöffner, Minen und Verteidigungssoftware und man selbst als Hacker mittendurch. Das war überhaupt nicht so einfach, wie es klingt. Eine moderne Shooter-Steuerung war damals nämlich ein utopischer Traum. Reale Dystopie war ein Mauszeiger, den man an die Seite oder in eine Ecke des Bildschirms bewegte. Dort drückte man dann eine Taste und dann drehte sich der Blick erst in die angezeigte Richtung. Der Cyberspace ließ sich zwar halbwegs bequem mit Hilfe der Tastatur durchqueren, der Hacker selbst war aber ein ziemlich ungelenker Kerl. Zum Glück haben findige Entwickler der heute auf Steam und GOG erhältlichen Enhanced Edition eine moderne Steuerung verpasst. Dank seines Implantats besaß der Hacker übrigens 10 neurale Spezialfähigkeiten, darunter ein Kompass, ein Rückspiegel, eine Art Hoverboard und ein E-Mail-Programm. System Shock machte nämlich die heute allgegenwärtigen Logbucheinträge populär. So erfuhr man damals erst, was auf Citadel überhaupt geschehen war. Barely made it to the elevator here on maintenance. You can't even see him.
come out of nowhere. You can't kill them with ordinary pistols. Damn it. Where's Abe Garin when you need him? He's the only one with codes for the maintenance office. Auch Zahlenkombinationen für verschlossene Türen fand man in solchen Aufzeichnungen und musste sie anschließend per Hand eintippen. Wer den Code vergessen hatte, durfte also erst die entsprechende E-Mail suchen. Das Missionsziel wurde außerdem nicht einfach per Menüeintrag und Richtungspfeil vorgekaut. Das alles ist ein Teil dessen, wovon so manche Spieler heute reden, wenn sie von der guten alten Zeit schwärmen. Zu den anderen Teilen zählt die Art und Weise, mit der mich System Shock zum Cyberpunk gemacht hat. Die teils riesigen, teils klaustrophobisch engen Gänge der Raumstation, an deren Wänden geisterhafte Gesichter auf strahlenden Monitoren flimmern und wo Überwachungskameras jeden Schritt verfolgen. Für mich ist Citadel ein technokratisches Schlaraffenland. Ähnlich wie vor kurzem noch in Rapture oder heute auf Talos One, gab es ja auch auf Citadel mit Logbüchern, Waffenkammern und Geheimtüren unheimlich viel zu entdecken. Spieltempo, Gegnerverteilung sowie die Häufigkeit, mit der man Munition oder Stromanschlüsse findet, ließen eine sehr glaubwürdige Welt entstehen. Näher am Rollenspiel als Bioshock, aber schon damals auf Kampf und Erkundung fixiert. So hatten Church und Spectre vor mehr als 20 Jahren ein kleines Genre irgendwo zwischen Shooter und Rollenspiel etabliert, auf das sich Ken Levine und Arkane Studios bis heute stützen. Schön, dass es mit Prey inzwischen nicht nur einen geistigen Nachfolger gibt, sondern längst auch eine aufwendige Neuauflage in Arbeit ist. Und dass unter der Führung von Warren Spector vor allem endlich ein offizieller dritter Teil entsteht.